Ja, hi, wir sind Clarissa und Kasi und wir haben heute den Scout mit dabei. Der ist jetzt 1 Jahr und 3 Monate alt und ist nicht kastriert. Der kommt ursprünglich aus Bosnien. Wir haben ihn aus dem Tierschutz uns zugelegt und wir wissen nicht genau, was drin steckt, aber es ist auf jeden Fall ein Hütehund, eine Hütehundmischung. Genau. Genau, wir haben jetzt seit ungefähr 3 Wochen oder so den Kontakt zu Sophie und haben da jetzt schon unterschiedliche Übungen gemacht zur Beziehungsarbeit, also Futter, Ressourcen, Konflikte zum Beispiel gehabt oder Platzzuweisungen haben wir viel gemacht. Wir haben hauptsächlich die Themen Hundebegegnungen und Begrüßungen, die wir auch bearbeiten wollen. Das ist im Moment sehr energiegeladen und ein bisschen unkontrolliert. Und je nach Hund und Sympathie reagiert er dann eher mit großem Fiebkonzert oder so Freezing-Verhalten und dass er dann gar nicht mehr weiter möchte. Das wären so die Hauptthemen, die wir auf jeden Fall mit Sophie bearbeiten wollen. Clarissa und Kasi sind mit Scout zum Intensivcoaching hier. Am ersten Tag legen wir den Fokus auf das Thema Orientierung. Oder so passiert es dann nicht, dass man in so einer Korrekturspirale am Ende auch landet, ne? Dass man dem Hund irgendwie 30 Mal sagen muss, nee, du kommst jetzt da wieder zurück. Das ist immer dann ganz schön, ne? Wenn man relativ schnell dann auch Akzeptanz merkt und der Hund sich auf die Übung einlässt und man das Ritual dann auch wieder beenden kann. Ne? Clarissa und Kasimir werden die Übungen vom ersten Tag wiederholen. Daran knüpfen wir morgen an. Ihr seht das im zweiten Teil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.